Herzlich willkommen bei Spektrum. Die allermeisten Libertären reden über Prospera, bis dato wenige über Guanacher Hills. Das wollen wir ändern. Mein Name ist Mr. Hanky Pants und mein heutiger Gast ist einer der Köpfe des Projektes, Johann Tuspas. Hallo Johann. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du dir nachgekommen bist. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Johann Tuspas. Ich habe dieses Projekt gestartet, Guanacher Hills. Vielleicht zur Historie auch, was jetzt gerade deine Zuhörerschaft betrifft. High Club Zürich mitgegründet 2013. Ich bin ursprünglich mal im Chiemgau aufgewachsen, München. Bin aber schon lange Jahre in der Schweiz und bin dort in der Region Bay Islands Honduras gekommen, 2018 das erste Mal, zum Investoren-Meetup für das Prospera-Projekt, in das ich auch investiert habe. Und aus dem heraus ist eigentlich Guanacher Hills entstanden. Ja, genau. Das ist die Nachbarinsel von Roatán, die Insel des Projektes Prospera. Ganz genau, ja. Also die Bay Islands of Honduras, die sind eigentlich drei größere Inseln. Und Guanacher ist die östlichste und auch die höchste, also 415 Meter hoch. Ist 17 Kilometer etwa lang und so circa 5 Kilometer breit. Hat es mir einfach auf den ersten Blick angetan, ja. Also wie weit ist das von Prospera entfernt? Also, oder anders gefragt, wie erreicht man die Insel gut? Ja, ist eigentlich relativ gut angeschlossen. Also man hat da 2 bis 4 Flüge am Tag. Also Guanacher hat einen Flughafen, also einen lokalen Flughafen. Hat eine Fährverbindung, man hat zum Festland nach Trujillo etwa, ist eine 60.000 Einwohnerstadt, 30 Minuten mit dem Boot, rüber nach Roatán zur Nachbarinsel, sind je nachdem, wo man dorthin fährt, weil Roatán ist ja sehr lange, über 50 Kilometer lang, ist man in 20 oder bis 40 Minuten dort, wo man sein will. La Ceiba ist so die nächstgrößere Stadt, 200.000 Einwohner. Oder man kann auch von Guanacher nach San Pedro Sula, Millionenstadt, im Großraum dort fliegen, mit 365 Tage großen Markt, Malls und allem. Relativ modern eigentlich in der Innenstadt. Die Stadt hat mich sehr positiv überrascht, ja, San Pedro Sula. Im Vergleich zu Tegucigalpa, was jetzt nicht so interessant ist für internationale Leute. Das ist nicht so schön. Aber San Pedro Sula ist eigentlich eine spannende Industriestadt, auch mit sehr viel schönen Wohngegenden. Also spannend. Mhm. Wie groß ist da momentan die Bevölkerung auf der Insel? Guanacher hat so offiziell 6.000 Einwohner. Und ich würde sagen, gefühlt sind so 4.000 etwa da, weil viele arbeiten natürlich, sind eigentlich dort registriert, aber arbeiten auf hoher See. Guanacher ist ja ganz südöstlich, also von dort aus eigentlich der letzte Outpost vor der hohen See. Also vom Fischfang. Okay, genau, ja. Ich meine, das hauptsächlich Fischfang und Tourismus, das ist, was dort passiert. Und entsprechend sind dann nicht wirklich 6.000 da, sondern vielleicht 4.000 etwa. Also das teilt sich auf dieses Cayo Bonaca, dieser alte englische Name der Insel und diese Siedlung und El Plicano. Die haben zusammen so 3.500 Leute und dann gibt es 2 weitere Siedlungen, Mangrove Bight und mit etwa so 1.000 und 1.500 Einwohnern. Savannah Bight und Mangrove Bight. Erzähl uns etwas über die Insel. Ja, also ich meine, aus meiner Perspektive ist Guanacher die interessanteste der Inseln dort, weil es so ein ganz klein bisschen remote ist, man aber doch sehr gut hinkommt. Und auf der anderen Seite hat es dort eigentlich die stärkste Natur. Man hat bis einen 415 Meter Berg, man kann dort wunderbar hiken. Es hat drumherum über 50 Dive-Spots, die alle sehr unberührt sind. Der Tourismus ist dort noch in den Kinderschuhen. Gibt es vielleicht 10.000 Touristen im Jahr, also maximal im Moment im Vergleich zur Nachbarinsel Roatán mit 1 Million. Wobei aber natürlich über 700.000 Kreuzfahrtschiff-Touristen sind. Darf man auch nicht vergessen auf Roatán, also nicht Übernachtungsgäste. Ist von dem her eigentlich so für authentisches karibisches Angebot, finde ich, ist es sehr, sehr, sehr viel spannender, weil zum Beispiel was ein Riesenvorteil ist von Guanacher ist, es hat in der Mitte einen Kanal durch die Insel. Das heißt, man kommt an jedem Punkt innerhalb von 20 Minuten mit dem Boot, innerhalb vom Reef,
an jedem Punkt der Insel kann man sich dort, man bewegt sich dort auch nur mit dem Boot. In der Regel, es gibt so 2-3 Straßen, so zwischen Savannah Bight und Mangrove Bight gibt es eine Straße oder vom Flughafen nach El Pelicano. Aber ansonsten wird alles mit dem Boot gemacht. Das ist ziemlich, ziemlich idyllisch, sag ich mal. Ja, schon Kolumbus hat das beste Wasser gepriesen. Ja. Hat nie Wasser von besserer Qualität getrunken. Man weiß es nicht genau, ist das der langen Seefahrt geschuldet und so ein Ersteindruck oder ist es wirklich so, aber ja, es gibt dort sehr gutes Wasser, kann man sich vorstellen. Es regnet, geht kurz durch 20 Meter durch Gestein. Ist sehr sanft und frisch, ja. Was plant ihr denn jetzt auf der Insel? Ja, ich habe über das Prospera-Projekt und da ich ja mehrmals vor Ort war, habe ich einfach da Kontakt gehabt zu zwei amerikanischen Brüdern, die eigentlich schon in der Rente sind und die dort ihr Land verkaufen wollten. Und das war eigentlich die Initiative, eigentlich, wo ich gesagt habe, ja, ich gehe dieses Wagnis ein. Wir kaufen das jetzt. Wir waren eigentlich ursprünglich vier Leute. Wir wollten einfach nur ein Häuschen bauen bei Prospera. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Prospera hat ja sehr große Pläne, sehr langfristige Pläne. Da war das einfach nicht möglich, dass man dort ein Haus baut. Ja. Jetzt ist, glaube ich, jetzt immer noch nicht möglich. Ja. Dann haben wir gesagt, naja, wir haben auch dort nicht so die Freiheit gespürt, sondern man ist ja da so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Dann gibt es Medien, Berichterstattung wir haben eigentlich dann Guanaja als viel freier empfunden als Insel schon, also de facto. Die sind ein bisschen so alleine gelassen von der Zentralregierung natürlich. Das interessiert niemanden dort groß, die 6000 Einwohner, und man hat dort einfach ein sehr viel höheres Gefühl der Freiheit. Ja. Wie gehen denn die eigentliche Bevölkerung damit um? Die sind froh, dass ihr da seid oder eher nicht? Ja, natürlich. Ich meine, wir sind da schon ein Wirtschaftsfaktor. Ich meine, wir beschäftigen eigentlich so 15 bis 20 Leute aktuell. Das wird natürlich gern gesehen. Also ob das jetzt der Bürgermeister ist, der sagt, ja, jedes Haus, das gebaut wird, das heißt wieder, ja, jemand kümmert sich drum, dann gibt es einen Gärtner, dann gibt es dies, dann gibt es das. Das wird eigentlich sehr begrüßt. Ja. Also man muss auch sehen, dort auf der Insel gibt es 2000 Landeigentümer bei 6000 Einwohnern. Das heißt, jede Familie hat ihr Eigentum. Es gibt dort auch eigentlich nur zwei Parteien. Das ist der Partido Nacional, also sozusagen die CDU von 1985 und die FDP von 1970 vielleicht oder so. Der Liberal, also sagen die zwei Parteien, sonst was anderes gibt es da nicht auf der Insel. Die sind sehr, sehr bürgerlich eigentlich eingestellt. Man muss auch sehen, da gibt es auch ein paar Expats von der Sue Hendrickson, die seit 25 Jahren auf Guanaja lebt, die das größte Tyrannosaurus Rex Skelett gefunden hat und eigentlich eine berühmte Archäologin ist, bis zu texanischen Multimillionären. Also gibt es etwa so 30 Expats, auch Deutsche. Es gibt zwei Schwaben, die seit über 40 Jahren auf Guanaja leben. Es gibt einen Bayern, der von seinem Vater schon eine kleine Insel vor Guanaja geerbt hat. Also die halten sich aber alle schön still. Die wollen auch, dass es schön ruhig ist auf der Insel. Und man genießt das Inselleben. Also das ist eigentlich, was Guanaja kann. Oder da gibt es noch so einen Schönheitschirurgen auch. Der ist schon 79, der will seine kleine Insel für 25 Millionen, hat er sie am Markt, aber schlägt Angebote für 8, 9 Millionen aus. Also der wird das behalten bis Ende. Also gibt es schon einige Originale auf Guanaja, ja. Und natürlich die Eingeborenen oder so, die setzen, das ist auch sehr spannend. Also das geht wirklich vom britischen Piraten mit ganz heller Haut und roten Haaren und großen Ohren, wie man sich das vorstellt, bis ganz, ganz, ganz dunklen, die man von den Cayman Islands irgendwie rübergebracht wurden vor 200 Jahren, also und Mix auch aus Indio, also das war Payans, diese ursprüngliche Bevölkerung von bevor Christoph Kolumbus dort gelandet ist auf seiner vierten Reise, die gibt es eigentlich nicht mehr, die sind eigentlich irgendwie alle weggestorben, irgendwann im 15. Jahrhundert oder so, und wurde dann zwischendurch eigentlich von Piraten genutzt, unter anderem Captain Morgan, kennt man das Getränk, oder Captain Blackbeard, die beide nachweislich Guanaja als Hideout benutzt haben. Also entsprechend sind die Einwohner dort auch in Honduras verschrien als Bonakian Pirates. Das ist nicht immer nett gemeint, aber es ist eine lustige Story auch.
Wie ist denn die Bevölkerung eigentlich auf der Insel verteilt? Also haben die mehrere kleine Orte oder ist das eher so ein Sammelpunkt, den es da gibt, wo die 6000 leben? Ja, das ist das, was ich ganz eingangs schon erwähnte. Also das vom Kanal in der Mitte der Insel, an dem auch der Flughafen ist und der, sagen wir, große Sportplatz, Fußballplatz, Fußballstadion. Fußball ist sehr wichtig auf der Insel. Jeden Sonntag gibt es da so eine Inselmeisterschaft. Von dort da, 5 Minuten mit dem Boot, gibt es El Pelicano und dieses Cayo, dieses große, das so dicht besiedelt ist, dieses Venezia der Karibik, mit etwa 3.500, 4.000 Einwohnern. Und dann gibt es noch 10 Bootsminuten weg, Savannah Bight mit etwa 1.500 Einwohnern. Im bisschen östlichen Teil der Insel und 20 Bootminuten durch den Kanal auf die andere Seite weg, Mangrove Bight, mit etwa 1.000 Einwohnern. Mangrove Bight ist ein bisschen wohlhabender als Savannah Bight. Man sieht das ein bisschen an den verschiedenen Häusern. Ja, das gibt es so dazu zu sagen. Und dann gibt es natürlich noch immer mal wieder auch eine kleine Bucht, wo jetzt vielleicht 3 oder 5 Leute sind. Das sind dann meistens auch, sagen wir, Ausländer oder so, die amerikanische Rentner oder sowas, auch, die ja auch mal so 2, 3 Häuschen zusammen haben oder so. Kleine Sachen gibt es noch verteilt. Und wir sind im Westen der Insel, also quasi vom Kanal dann nach Westen in Richtung Roatan, in Richtung La Ceiba. Vom Kanal 10 Bootsminuten auch, 3 Kilometer, 3,5 Kilometer, sowas. Okay, was genau wollt ihr jetzt dort stattfinden lassen? Ja, also wir haben von Anfang an überlegt, ja, was machen wir jetzt mit so viel Land? Oder wir reden da über 530.000 Quadratmeter. Wie willst du das entwickeln? Wir haben gesagt, okay, was macht Sinn? Das ist ein Resort, logischerweise auf so einer karibischen Insel. Und darum herum bauen wir auch unsere Häuser, also unsere eigenen und halt, sag mal, die von unserer Peer Group. Das war so die Überlegung. Und das ist auch, was wir jetzt machen. Oder wir haben begonnen, wirklich zuerst ein Lagerhaus zu bauen, dann 2 kleine Resort-Bungalows, 30 Quadratmeter, sofort die Bar auch, 27 Meter Thekenfläche. Also da können wir locker 200 Leute versorgen. Plus haben wir einen 300 Meter langen Strand, den wir auch natürlich lassen wollen, inklusive dem hinteren Bereich, also so 20 Meter rein, soll das ein kleiner Garten sein. Also hat's ja, allein in diesem Abschnitt hat es irgendwie 180 Kokosnusspalmen oder so. Das soll alles eigentlich Natur bleiben. Und wir haben jetzt ganz links an diesem Strand einen Dock. Wir haben ganz rechts an diesem Strand jetzt eine kleine Marina schon gebaut, auch. Und werden in der Nachbarsbucht, also das Grundstück ist ja ganz links, hat es einen Felsen, dann in der Mitte dann 150 Meter Strand, dann langes Kliff, so 100 Meter, und dann 300 Meter Strand und dann nochmal ein Felsen. Also das schließt links und rechts mit dem Felsen ab. Man hat jetzt in der Mitte einen Steg und es bekommt noch in der Bucht links mit dem 150 Meter Strand eigentlich einen Steg und so ans Kliff auch einen Steg, ein Steinbock, das weiter rausgeht und dann noch auch in dieser östlichen Bucht noch eine weitere Marine, eine größere dann. Ja, das ist so das Konzept. Noch ein Business Congress Center oberhalb vom Resort. Und der Rest wird wirklich rausgegeben an Leute, die halt so einfach, sag ich mal, wie soll man sagen, aufgestellt sind, sagt man in der Schweiz. Also die halt da ihre Sachen zusammen haben und da gern auch so ein karibisches Hideout wollen. Das schätzen da mal 2, 3 Monate vorbeizukommen. Man kann dort auch das ganze Jahr wohnen. Es ist eine ganze Jahresdestination. Es ist vielleicht so, sag mal, schlechtere Reisezeit ist so August bis Oktober. Da ist es, regnet vielleicht mal ein bisschen mehr, aber das Klima dort ist so eine Mischung aus tropisch und ein bisschen arid, so ein bisschen in Richtung Mittelmeerklima. So ein Tick. Eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Ganz ja bis 28 Grad. Wenn sich das weiterentwickelt und groß entwickelt, was ist denn so eure Vorstellung, was dort wohl mal irgendwann lebt an Personen? Ja, ich meine, jetzt haben wir insgesamt 14 Häuser im Bau, wovon 8 nahe an der Fertigstellung sind. Wir haben uns eigentlich mit einem unserer Architekten, mit Hossein Maksoudi, der schon in China, im Iran,
in Dubai riesige Projekte gebaut, hat eigentlich so geeinigt, dass wir eigentlich auf 1000 Gebäude gehen. Dort, das heißt, sag mal, 1500, 2000 Einwohner, also das ist auch super in Harmonie mit dem, was auf der Insel sonst so geschieht. Dann sind wir so sozusagen die zweitgrößte Stadt, dann kleine Stadt auf der Insel. Ja, also bis dahin, ich meine, natürlich könnte man da noch weiter verdichten, aber das ist eine ferne Zukunft eigentlich. Ja, wobei jetzt Hossein zum Beispiel sehr zuversichtlich ist, das in 10 Jahren zu erreichen, diese 1000 Gebäude. Ich hätte jetzt eigentlich eher 20 Jahre da Zeit gegeben. Aber mal schauen. Ja. Ich meine, wir können jetzt wirklich, also so wie wir jetzt aufgestellt sind mit unserem Team, können wir bis 50 Häuser bauen im 2023. Wenn du sagst, die könnt ihr bauen, dann ist das im Grunde genommen das Angebot, das ihr auch unterbreitet. Also wenn ich jetzt dort Investor wäre und sage, ich möchte hier mich niederlassen, dann könnte ich da auf eure Dienstleistung zurückgreifen. Ganz genau, ja. Also ich meine, wir wenden uns eigentlich wirklich direkt an den Endkunden, sag ich mal. Also das ist jetzt zum einen einfach das Resort, ja, das wir im Dezember jetzt öffnen. Also mit einem Soft Opening, also wir haben da eben 8 Gebäude, dann etwa so 12 bis 16 Betten, starten dann wirklich sehr einfach mit dem Resort, arbeiten uns da sozusagen nach oben. Aber es ist, und das ist das eine Angebot. Da kann man immer mal vorbeischauen, sich das ansehen. Wir sind jeden Tag da, auch jetzt schon. Also wenn morgen jemand kommen will, wir sind vor Ort, das ist kein Problem. Und das andere ist dann wirklich für die wirklich so einen Plan B suchen oder auch einen Plan A, gerne was haben in der Karibik, für die bauen wir dann so ein. Wir haben eigentlich 4 Standardmodelle an Häusern entwickelt, die dort passen. 30 Quadratmeter Bungalow und 70 Quadratmeter, 90 und 120. Und dort in den Hang mit Meerblick, das Grundstück ist eigentlich sehr fantastisch. Man kann dort überall spektakuläre Meerblicke generieren, also wie man es vielleicht von Ligurien kennt. Oder es geht bis 40 Meter hoch. Manchmal steiler, manchmal weniger steil. Also da gibt es viele interessante Plätzchen, ja. Wenn das jemanden anspricht. Also das haben wir, machen wir, ja. Wenn es so generell passt. Ja. Weil wir achten natürlich schon, wer kommt, aber bisher haben wir eigentlich aus ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Und die Leute schätzen auch diese Möglichkeit, da auch schnell bauen zu können. Wir können wirklich innerhalb von 6 Monaten, 8 Monaten können wir ein Haus bauen. Ja. Würde ich jetzt investieren wollen, wollte ich ja bestimmt auch wissen. Wer sind die Leute, die jetzt in erster Instanz dort leben werden, beziehungsweise sich entschieden haben zu investieren? Aus welchen Ländern kommen die? Wir haben jetzt, wir haben durch das, dass wir eigentlich, sagen wir mal, wir haben so intern so ein Konzept machen. Also wir wollen eigentlich erst was kreieren und dann eigentlich erst verkaufen. Wir haben aber parallel natürlich schon in unserer Peer Group natürlich geschaut, wer ist noch interessiert, wer macht mit und so. Und wir haben einfach schon gemerkt, das ist so eher so der Typ, und das ist natürlich sehr deutschlastig, Schweiz, Österreich auch, und ein paar internationale gespickt. Also das geht dann wirklich von Ukraine bis Nordosteuropa, bis USA, haben wir auch schon so in der Community. Im Moment sind wir noch sehr einfach als sehr deutschlastig, ja. Und da ist er eher so der Typ, sag ich mal, mittelständischer Unternehmer, ja, und so 35 Jahre bis 45 Jahre, dass sich ein gewisses Stück Freiheit erarbeitet hat und eine gewisse Option sucht. Da ist Gurnaha schon sehr gut geeignet, weil man ist eigentlich sehr nah an den USA, man ist in 2 Flugstunden in Houston, Texas, oder in Miami. Andersrum hat man nicht die Nachteile der USA, und ist sehr zentral, es ist ja Mittelamerika, es ist auch auf der karibischen Seite, was auch sehr viele Vorteile hat im Vergleich zur pazifischen Seite, wo ja dann sonst ja nichts ist, da kannst du ja nur die Küste rauf und runter fahren, aber auf der karibischen Seite kannst du ja gerade
weiter, was auch immer, wohin du willst, nach Kuba oder auch nach unten, nach Kolumbien. Also es, oder, ja. Und da ist schon, also das ist schon so ein Sweet Spot, finde ich, also diese Bayern, so von Doris da, die ja auch so eine generell ja eine gewisse Autonomie haben vom Mutterland. Also was heißt Mutterland? Also von diesem Staatsgebilde Honduras, das seit 1810 oder so existiert. Dann aber, um das noch abzuschließen, ist natürlich ganz klar der Zielmarkt USA, den wir im Moment noch gar nicht angegangen sind. Das machen wir jetzt, wenn wir das Ressort eröffnet haben, und dann in der Folge. Weil da hast du natürlich, sag ich mal, sicher eine Zielgruppe von, eine viel höhere Zielgruppe noch, und da ist es natürlich gerade sehr attraktiv. Mit kurzen Flugzeiten, mit Direktflügen auch. Also zumindest mindestens auf die Nachbarinsel. Und von dort ist es ja nicht weit. Also, und wir haben auch Charterflieger und ein Boot. Also man kommt da immer sofort nach Guanaja. Das ist. Möchtest du die Investitions- bzw. die Membership-Modelle mal für uns erklären? Aha, ja. Also wir haben jetzt so über das letzte Jahr eigentlich folgende Sachen entwickelt. So ein sehr niederschwelliges Angebot, so eine Membership. Eigentlich im Parrot Beach Club. Das Ressort mit einschließt, das ist Parrot Beach Eco Resort, wo man einfach sagt, okay, wenn ich Member bin, das kostet mich 1.000 Dollar im Jahr, und dann kann ich kommen, Ferien machen, oder wenn ich in 10 Jahre Membership löse, dann kostet es 7.000 Dollar und eine 20 Jahre 10.000 Dollar und sind einfach dann 10 Wochen oder 20 Wochen Ferienaufenthalt dabei im Doppelzimmer dort. Und das ist so ein ganz niederes Angebot, wo man halt dann auch gelistet ist, wo man dann halt auch Einladungen bekommt zu gewissen Events, und einfach sozusagen mit dabei ist, so ein bisschen sich diese Option hat, auch eine Priority hinsichtlich, wenn wir Häuser dann verkaufen, und so weiter, dann ist man da aber schon ein Stück näher, weil an sich sind wir schon relativ exklusiv und verkaufen ja jetzt auch nicht an jeden, sondern wir wollen ja die Leute kennen, wer ist in der Nachbarschaft. Das ist so das eine. Ja, das macht mal für viele Leute Sinn, ja, finde ich. Also, und das andere ist wirklich unser Modell, dass wir ganz klar sagen, ich möchte dort was bauen. Und da haben wir von Anfang an dieses Konzept entwickelt, dass wir das Land rausleasen, also nicht verkaufen. Das hat ganz ursprünglich den Hintergrund, natürlich gewisse Transaktionskosten oder für so ein 250 Quadratmeter Baugrundstück mit Mehrblick, bis das alles exakt vermessen ist, bis das eingetragen ist und so weiter. Aber vor allen Dingen hat es den Grund, in Honduras hat es neun verschiedene Möglichkeiten, Special Economic Zone Regimes über ein gesamtes Gebiet zu legen. Und das wollten wir uns natürlich nicht verbauen, indem wir dann einzelne Grundstücke raustrennen. Und natürlich ist auch niederschwelliger, ja, weil das Risiko sozusagen ist natürlich viel kleiner, wenn man jährlich liest, als wenn man das Land direkt kauft oder so. Ja. Also es ist auch, um einen niederschwelligen Eintritt zu schaffen, ja, haben wir das so entwickelt. Ja. Und da ist natürlich so, wir geben nicht, also im Moment verließen wir so ein Grundstück für 1.390 Dollar im Jahr. Und da wollen wir natürlich auch nicht einfach nur so, sondern da wollen wir auch ein gewisses Commitment und eine gewisse Querfinanzierung übers Ressort und für die Infrastruktur. Da haben wir so ein Modell entwickelt, dass wir halt die Investoren beteiligen am Umsatz vom Ressort. Also direkt 7% vom Umsatz, der wird ausgeschüttet über die ganzen Investoren. Und das ist so dieses Invest, es ist in der ERC-20-Token-Form und eigentlich ein Konsumationsbon, der zum einen kann das natürlich ganz normaler Handpapierbon sein, aber er kann auch in der Form von einem Chip bezogen werden, auch ein ERC-20-Token, den man halt im Ressort dann einlösen kann, gegen einen Dollar quasi, Konsumation. Und da haben wir combined eigentlich 9.000 Dollar, die wir wirklich einfordern als Minimum-Commitment. Eben dafür kriegt man eine Beteiligung am Ressort und kriegt auch, man kann das individuell wählen, oder man kann sagen, ja, ich will mehr Konsumation, weil ich komme vorbei und ich nehme doch meine Familie mit und dann brauche ich
$3,000-$4,000 für das oder ein bisschen mehr in Richtung Investment. Aber combined $9,000 ist so das Minimum, damit wir sagen, okay, dann verließen wir einen Lot und gehen also raus und bauen mit dir dann was. Ja, das ist so das, was wir entwickelt haben. Das ist auch ganz gut angelaufen, oder? Wir sind da noch nicht ganz dreistellig von Leuten, die sich committed haben, aber wir sind da in die Richtung. Ja. Also, mhm. Ja. Könntest du noch mal etwas auf den Token eingehen? Das ist im Endeffekt ein Konsumationsbon. Also ich meine, das, was man wirklich für was man wirklich eine Blockchain braucht, das ist gutes Geld oder das Bitcoin oder noch Ethereum von mir aus. Was natürlich schon interessant ist, du kannst, wenn du es so hast, einfach auch Peer-to-Peer traden. Also du hast halt dann nicht nur einen Konsumationsgutschein, den du über eine zentrale Einheit halt, also zum Beispiel über unsere Plattform dann oder über unsere Homepage, sondern du kannst eigentlich über Uniswap auch direkt verkaufen wieder. Also das heißt, du investierst bei uns also was heißt investieren, das ist eine Konsumation, holst du diesen Bon und kannst ihn auch wieder weiterreichen an den Nachbarn und sagen, ja, du kommst aber auch nächstes mit in die Reise, kannst, komm, gib mir $1,000, dann gebe ich dir, dann hast du schon. Ja, also mal relativ freigelassen. Im Resort machen wir es eh dann zentralisiert, ganz einfach wegen den Transaktionskosten. Ja. Wir haben auch interessanterweise, also wir haben bisher einen einzigen erst, der wirklich die Tokens wollte auf sein Wallet, weil im Endeffekt die Leute halten die oder sie nutzen sie dann zur Konsumation im Resort und ja. Beantwortet das deine Frage ein bisschen? Also ich denke schon, ja. Das ist ein relativ straightforward Prozess eigentlich. Ich meine, im Vergleich jetzt, sagen wir, wenn du ein Tool hast, wo du Online-Gutscheine rausgibst, ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde mich fragen, warum jetzt einen speziellen Token dafür benötigt. Warum das nicht über Transaktionen, jetzt beispielsweise mit Lightning, Bitcoin oder ähnlichem funktioniert. Aha, du meinst jetzt generell innerhalb vom Resort, ja. Also, ja. Also, das hat natürlich schon Vorteile. Kannst du eigentlich dann wie so ein NFC-Chip hast du und hast einfach so dein Armband im Resort und dann kannst du damit überall zahlen. Also, das ist schon ein Stück weit einfacher, als jetzt überall einen POS an jede Bar und an jeden Empfang zu tun. So hast du halt, sag mal, einmal, wo du jetzt dann Bitcoin oder was auch immer oder Dollar umwandelst in den Resort-Chip. Ja. Und innerhalb vom Resort ist dann schon ein bisschen gestreamlined so. Ist halt schon einfacher. Du sagst, das ist, glaube ich, 1:1, ne? Das ist $1 einfach. Ja, das ist 1:1 Dollar innerhalb vom Resort, ja. Ich meine, wie das draußen tradet, das wird spannend werden, ja. Wenn man es sozusagen am Markt verkauft. Ich sag mal, ja, ich meine, das wird spannend sein, dann anzusehen. Ich meine, jeder, der im Resort sitzt und sagt, ja, ich habe jetzt eine $10-Rechnung zu zahlen, der hat natürlich ein Incentive, sich den zu holen, ja, wenn jemand den für 95 Cent tradet. Ja, also ich denke schon, dass der auch in der Außenwirkung relativ nahe am Dollar traden wird. Ja. Insofern relativiert sich natürlich auch wieder dieses Anfangsinvest der $9,000, ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel $9,000 komplett in die Konsumation investiert, sollte man die auch wieder für $8,500 wahrscheinlich ohne Probleme losbekommen. Weil ja jeder, der im Resort ist, das gerne dann nutzen würde, weil wir das garantieren, dass es innerhalb vom Resort ein Dollar wert ist. Ja. Und wie sind die Investitionen bei euch abgesichert? Ja, also über unsere eigentlich Holdingstrukturen eigentlich dreifach. Zum einen greift das Investitionsschutzabkommen der Bundesrepublik Deutschland. Aufgrund, dass Mehrheitseigner einen deutschen Pass hat. Dann greift über die Schweizer Association auch das Investitionsschutzabkommen der Schweiz mit Honduras. Und dann noch über die US-LLC greift auch noch das Investitionsschutzabkommen der USA. Also und in Honduras wurde jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Enteignungen oder so. Also da ist man schon ziemlich sicher, sag ich mal.
Für wen ist das Angebot aus deiner Sicht attraktiv und habt ihr weitere Leistungen, die ihr anbieten könnt? Ja gut, ich meine, was Gurnacher oder Gurnacher Hills kann, ist einfach so ein authentisches karibisches Erlebnis. Also ich meine, man ist dort mit dem Boot unterwegs, man hat mittlerweile zwei eigene Boote. Man kann schnorcheln, man kann diven, man kann ein bisschen hiken, man kann sich dort 2-3 Wochen super entspannen. Das ist mal das Grundsätzliche. Man kann auch länger da bleiben, also man kann jetzt ohne irgendwie 3 Monate im Land bleiben. Man kann dann sozusagen Visa Run machen. Das geht nach wie vor. Fun Fact, sogar vom Bürgermeister vorgeschlagen. Ja, dann fahren wir schnell nach Belize und wieder zurück. Also man kann da relativ unkompliziert relativ lange bleiben. Aber man kann auch einen Wohnsitz, also wenn man nehmen dort, da kommt natürlich über den normalen Prozess vom Land Honduras dann für Traveler, die halt einen offiziellen Wohnsitz brauchen mit Territorial Tax, sind Auslandseinkommen überhaupt nicht besteuert. Also das sind so Varianten. Ja. Wir haben auch mit unserem Partner Massimo Zoni die Möglichkeit, Unternehmen zu registrieren. Also wenn jetzt jemand ein Unternehmen möchte, eine LLC, Société de Responsabilité Limited, dann ist das auch möglich. Aber das schauen wir natürlich im Individualfall an. Macht das Sinn? Oder ist vielleicht eine andere Unternehmensform sinnvoller? Also diese Möglichkeiten gibt es auch. Wir haben jetzt uns hinsichtlich dessen, jetzt vermarkten wir das aktuell nicht so viel, weil das ein bisschen umstritten war, auch dort mit der letzten Wahl, im Wahlkampf und so weiter. Genau dieses Konzept. Da sind wir im Moment ein bisschen, warten wir an der Seitenlinie und schauen, wie sich jetzt das entwickelt, auch auf der Nachbarinsel. Man ist natürlich willkommen, dort was auch immer aufzubauen. Ja, und als digitaler Nomade bleibt einem ja auch dann einfach das internationale Angebot, eben Gründungen in Drittstaaten. Ja, genau, also da würde ich eher in Richtung Flag Theory da gehen, also oder Project Practice und sagen, ja, also da würde ich mal sagen, jetzt sogar nachher hieß, präsentiert sich da wirklich halt als Ort einfach hauptsächlich, ja, wo man physisch auch mal einige Wochen oder Monate ist, primär, ja. Also, oder jemand, der wirklich einen Wohnsitz möchte, für den macht es auch Sinn. Also da gibt es eigentlich keine Nachteile im Vergleich zu Panama oder Paraguay, die eigentlich da sonst so die Favoriten sind, eher sogar Vorteile. Wir haben Schweizer Kunden, die einfach, naja, also sagen wir mal, die so vermögend sind, dass sie nicht einfach so pro forma in Panama oder in Paraguay eine Sidula haben. Das wird halt dann nicht so wirklich anerkannt, ja. Die haben da schon Probleme, aus ihrer Steuerpflicht rauszukommen. Und da ist natürlich unsere Story mit einer Community, mit wirklichem Platz, mit allem drum und dran halt schon eine andere, ja. Als jetzt einfach nur irgendwo eine Wohnung zu mieten und nach einem Monat wieder aufzulösen. Aber primär ist es wirklich einfach so ein niederschwelliges Angebot, das auf der anderen Seite doch relativ exklusiv ist. Eine sehr schöne Karibikinsel, die jetzt in meinen Augen St. Bart oder British Virgin Islands oder was auch immer in keinster Weise nachsteht, ganz im Gegenteil, sogar besser. Diese Bay Islands, die sind gerade outside aus dem Hurricane Belt. Da ist nicht so, dass da alle 3 Jahre irgendwas drüber fegt, wie auch jetzt wieder oben im Norden, sondern da ist statistisch alle 180 Jahre mal, dass irgendwas vielleicht ein bisschen größerer Sturm mal trifft. Ja. Also ist von daher auch recht gut. Mhm. Wie möchtet ihr physische Sicherheit vor Ort organisieren? Welche Möglichkeiten bieten sich da? Also jetzt physische Sicherheit, da ist natürlich primär mal wichtig, wo ist man? Ja, also das ist jetzt dort auf einer karibischen Insel, die ist schon optimal, also und bei uns dann nochmal optimaler. Ich meine, wir haben hier wirklich links und rechts einen Felsen, wie wir sehen, wer zu uns kommt. Jetzt, sagen wir, die Transaktionskosten jetzt hier irgendwie, was weiß ich, dass hier irgendeine Gang kommt und uns überfällt, die ist irgendwie schon sehr hoch. Also da gibt es ungefähr 1000 leichtere Ziele als eine, sagen wir, mindestens teillibertäre Community zu überfallen. Auf der Insel gibt es 12 Polizisten und 4 Marines, die sind auch verpflichtet, uns zu beschützen. Dieses Angebot, da mussten wir bisher noch nie in Anspruch nehmen. Die Bedrohungslage ist wirklich quasi nicht vorhanden.
Ansonsten haben wir natürlich unsere Arbeit, das sind alles junge, kräftige Männer, die auch mit Waffen umgehen können. Man hat dort im Land eigentlich das Recht, als registrierter Einwohner 5 Waffen zu besitzen. Also da müssen wir uns vor nichts fürchten. Das ist das eine. Natürlich ist auch so, auf so einer kleinen Insel möchte man auch Ruhe haben, man möchte auch Tourismus haben, man möchte natürlich nicht, dass da was passiert. Also man kann sich dort auch nichts erlauben. Also da wird auch keiner kriminell. Es gibt vielleicht schon ein bisschen so irgendwie in der Nacht dann so wie Taschendiebstahl oder so Sachen, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist da mal grundsätzlich, vor allen Dingen als internationaler Gast, ist man da in keinster Weise irgendwie gefährdet. Also ich rede jetzt wirklich von der Insel Guanaja. Das ist schon anders auf der Nachbarinsel Roatan, das schon deutlich unübersichtlicher ist und auch sehr viel mehr Mainland-Honduraner dort hat. Da passieren auch Morde. Das darf man also auch Einbrüche in Wohnungen. Ja. Aber also von Guanaja kennen wir das nicht. Wir sind ja Medienpartner, also die Marktradikalen von der Liberty in Our Lifetime, kommendes Wochenende. Und da kann man euch auch treffen, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also wir wurden eingeladen, dort einen kleinen Talk im Newcomer-Panel zu halten, auch wie auch schon im letzten Jahr, als diese Event in der Schweiz war. Da haben wir auch einen Speaker hingeschickt. Und ich selber werde auch vor Ort sein, also vom 21. bis 24. Also man kann uns dort auch persönlich treffen. Wir sind mit 2 bis 3 Leuten auch vor Ort. Johann, ich überlasse dir das Schlusswort. Was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? Wenn jemand sich angesprochen fühlt, gerne da sich ein Standbein aufbauen möchte, kann er sich gerne bei uns melden, welcome@guanajahills.com oder über das Online-Formular auch auf der Homepage guanajahills.com und einfach kurz schreiben, was er gerne möchte, was wir für ihn tun können und dann schauen wir, das zu machen. Was ich auch noch im Laufe vom letzten Jahr gemerkt habe, was wirklich eine unserer Stärken ist, da wir sowieso einen relativ manuellen Bauprozess haben, aufgrund der Topografie und aufgrund einfach der örtlichen Begebenheiten, ist unsere Stärke wirklich, wir können sehr individuell bauen. Also wenn jemand da ganz außergewöhnliche Vorstellungen hat, die woanders vielleicht schwierig zu realisieren sind, bei uns kann man sehr viel machen. Ja. Das kann ich vielleicht noch mitgeben. Super, Johann. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, Andreas.